das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. In Deutschland und Spanien richten sich viele Augen auf diese Tür in Neumünster. Erwartet wird, dass der katalanische Separatistenführer Puigdemont noch heute aus dem Gefängnis entlassen wird. Grundlage ist eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes in Schleswig. Puigdemont kann danach nicht wegen Rebellion an Spanien ausgeliefert werden. Die Richter erließen lediglich einen Auslieferungshaftbefehl wegen des Vorwurfs der Untreue. Unter Auflagen kann Puigdemont nun freikommen. Eigentlich ist es ein ganz normaler Tag hier in Neumünster. Wäre da nicht das Warten auf den derzeit wohl bekanntesten Gefängnisinsassen des Landes. Puigdemont darf die JVA verlassen gegen eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro. Deutschland verlassen darf er nur mit Genehmigung des Generalstaatsanwaltes. Außerdem muss sich der Katalane einmal in der Woche bei der Polizei melden. Dass er überhaupt auf freien Fuß kommen kann, liegt an der Entscheidung des Oberlandesgerichts. Das hatte geprüft, ob die Vorwürfe der spanischen Justiz auch in Deutschland strafbar wären. Nach Einschätzung des Oberlandesgerichts kommt, wenn überhaupt, nur eine Auslieferung wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder in Frage. Der schwerwiegende Vorwurf der Rebellion ist vom Tisch, weil es hier keinen vergleichbaren Straftatbestand gibt. Da kam in Betracht der Vorwurf des Hochverrats. Und da hat der Senat entschieden, dass für diesen Vorwurf eine gewisse Gewaltintensität erforderlich ist. Und diese hat der Senat als nicht gegeben angesehen. Falls Puigdemont wegen Untreue an Spanien ausgeliefert wird, darf er dort auch nur deswegen angeklagt werden. Ihm drohen damit nicht mehr 30, sondern maximal 8 Jahre Haft. In Madrid ist jetzt Stefan Scharf zugeschaltet. Herr Scharf, wie wird die Entscheidung der deutschen Justiz in Spanien aufgenommen? Ja, je nach Sichtweise sehr unterschiedlich. Hier in Madrid ist das Echo doch sehr negativ und es gibt auch sehr kritische Töne Richtung deutsche Justiz. Da wird von Einmischung gesprochen. Man habe mit diesem Urteil den Putschisten neue Luft verschafft. Also das sind doch sehr herbe, kritische Töne. Die Regierung hält sich noch bedeckt, spricht davon, dass man die Unabhängigkeit der Justiz natürlich respektieren müsse. Ganz anders in Katalonien bei den Separatisten. Da herrscht großer Jubel in den sozialen Netzwerken. Da wird die deutsche Justiz jetzt auf einmal gefeiert. Und wir hören, dass von den Unabhängigkeitsparteien sich Delegationen auf den Weg nach Neumünster machen. Kann man sagen, Puigdemont hat politisch bereits jetzt gesiegt? Das kann man sagen. Puigdemont war ja vorher politisch eigentlich vor seiner Verhaftung erledigt. Aber mit dieser Verhaftung in Deutschland hat er es geschafft, diesen Konflikt zu internationalisieren. Das wollte er ja immer. Und er hat es auch geschafft, dass jetzt ganz Europa über den Fall und seinen Fall und Katalonien spricht. Man muss dabei auch sehen, dass gestern ja nicht nur er quasi auf freien Fuß gesetzt worden ist, sondern auch drei Mitstreiter von der belgischen Justiz. Das heißt, die spanische Justiz ist mit ihrem doch sehr harten Vorgehen auf europäischer Ebene relativ isoliert. Und das war Stefan Scharf mit Informationen und Einschätzungen aus Madrid. Vielen Dank. Gut einen Monat ist der Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Skripal. Der katalanische Separatistenführer Puigdemont ist wieder auf freiem Fuß. Er hat soeben das Gefängnis in Neumünster verlassen. Puigdemonts Freilassung wurde durch eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes in Schleswig möglich. Er kann danach nicht wegen Rebellion an Spanien ausgeliefert werden. Die Richter erließen lediglich einen Auslieferungshaftbefehl wegen des Vorwurfs der Untreue und setzten diesen unter Auflagen außer Vollzug. Puigdemont zeigte sich erleichtert. Ich möchte mich bei allen bedanken für die Hilfe und Solidarität. Vielen Dank. Und vor dem Gefängnis in Neumünster ist Vera Fester. Frau Fester, was hat Puigdemont darüber hinaus in Englisch noch gesagt?
Ich finde es erstmal bezeichnend, dass er seine Rede auf Deutsch angefangen hat. Wir haben es ja gerade gehört, er hat sich bedankt für die Solidarität, für die vielen Menschen, die an ihn geglaubt haben. Er hat im Grunde genommen das kurz zusammengefasst und hat dann das Ganze eigentlich auf Englisch noch einmal wiederholt. Er bedankt sich bei allen Leuten, die hier an ihn geglaubt haben, die hier ausgeharrt haben. Er freut sich darüber, dass doch offenbar hier Demokratie herrscht. Und er sagt aber auch, es geht jetzt weiter im Dialog. Also er bleibt wohl auch dabei, weiter für seinen Willen zu kämpfen. Danach ist sein Anwalt ihm gefolgt. Er ist einen Schritt zurückgetreten. Die Menge hat dann direkt, nachdem sie applaudiert hatte, versucht, ihn dann anzusprechen. Sein Anwalt hat dann noch ein kurzes Statement abgegeben. Das war jetzt allerdings hier nicht besonders gut zu verstehen, weil hier doch sehr viele Medienvertreter sind und es unheimlich laut ist vor Ort. Mhm. Frau Fester, muss Putsch de Mon sich jetzt weiter in Schleswig-Holstein aufhalten? Er muss sich definitiv weiter in Schleswig-Holstein aufhalten, denn er hat ja klare Auflagen bekommen. Er darf Deutschland nicht verlassen. Er muss außerdem 75.000 Euro Kaution hinterlegen. Er muss außerdem einmal in der Woche in Neumünster der Polizei Bescheid sagen, dass er noch in Neumünster ist. Er hat außerdem die Auflage, dass er jederzeit in Schleswig auftaucht, wenn sich entweder das Oberlandesgericht meldet oder aber der Generalstaatsanwalt. Außerdem muss er jede Bewegung klar benennen. Also selbst wenn er jetzt doch dann mal kurz Schleswig-Holstein verlässt, zum Beispiel nach Hamburg fährt, dann muss er auch das mitteilen. Und das war Vera Fester aus Neumünster zugeschaltet. Vielen Dank. Nach der Freilassung Putsch de Mons sehen sich die Unabhängigkeitsbefürworter in dessen Heimat Katalonien im Aufwind. Die spanische Regierung reagierte abwartend, blieb aber in der Sache hart. Sie stellte klar, dass sie das Streben nach einer Abspaltung als eine rechtliche Frage betrachtet und nicht als eine politische. Putsch de Mons sei kein Opfer politischer Verfolgung, sondern ein Justizflüchtiger. Völlig unerwartet traf der Gerichtsentscheid aus Neumünster die spanische Hauptstadt Madrid. Manche Beobachter sehen ihn als schweren Rückschlag für die spanische Justiz. Konservative Zeitungen kritisierten direkt das deutsche Oberlandesgericht. So würde man den Putschisten in Katalonien Auftrieb geben. Die spanische Regierung gab sich heute zurückhaltend. Man müsse die Unabhängigkeit der Justiz respektieren. Natürlich akzeptiert die Regierung die Entscheidungen der Justiz. Im konkreten Fall geht es um eine juristische Angelegenheit zwischen dem obersten Gerichtshof Spaniens und den Gerichten in Deutschland. Bei den Unabhängigkeitsbefürwortern in Barcelona dagegen wurde die Freilassung Putsch de Mons gefeiert. In den sozialen Netzwerken kursierten Fotomontagen von Champagnerflaschen in einer Wahlurne des Unabhängigkeitsreferendums. Die Separatisten interpretieren das Urteil als Bestätigung ihres Anliegens. Europa hat Ja zur katalanischen Sache gesagt. Europa hat verstanden, was wir immer wieder gesagt haben. Wir sind friedliebende Menschen. Aber der Rechtsstreit geht weiter. Die spanische Justiz überlegt anscheinend, beim Europäischen Gerichtshof Einspruch gegen den Entscheid aus Neumünster einzulegen. Um kurz vor zwei war es soweit. Der frühere katalanische Regionalpräsident Putsch de Mon verlässt die JVA Neumünster und tritt direkt vor die Mikrofone, auch um seinen Unterstützern zu danken. Das Oberlandesgericht Schleswig hatte einen Auslieferungshaftbefehl wegen Untreue erlassen, diesen aber unter Auflagen ausgesetzt. Am Vormittag hat Putsch de Mon diese Auflagen erfüllt. Er hat 75.000 Euro Kaution hinterlegt und darf Deutschland nicht verlassen. Die JVA aber schon. Um kurz vor 14 Uhr ist es soweit. Der katalanische Ex-Präsident darf nach fast zwei Wochen das Gefängnis in Neumünster verlassen, gegen eine Kaution in Höhe von etwa 75.000 Euro. Ich möchte mich bei allen bedanken für die Hilfe und Solidarität. Vielen Dank. Er hat nicht nur dankende Worte. Putsch de Mon hat auch eine klare Forderung. Ich fordere die sofortige Freilassung aller meiner in Spanien inhaftierte Mitstreiter. Es ist eine Schande für Europa, politische Gefangene zu haben. Sie haben stundenlang gewartet. Für 10 Minuten bekommen Sie ihn zu sehen. Mein Herz war so wie 100% von Stunde, weil ich hat die Hand gegeben. Das war eher so wie zu wenig Gott für mich.
ein republikaner Mann, ist für mich ein Präsident. Großartig. Es war schön, ihn zu sehen, ihn gestärkt und fest entschlossen zu sehen. Und wir haben uns sehr gefreut. Das war ganz toll. Ich hatte ihn noch nie so nah gesehen in meinem Leben. Und das ist eine Befreiung, dass er jetzt frei ist für uns. Puigdemont ist auf freiem Fuß, aber nicht aus dem Schneider. Der Vorwurf der Rebellion ist zwar vom Tisch, dafür gibt es in Deutschland keine Rechtsgrundlage. Der zweite Vorwurf ist aber der der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Und der ist nicht ausgeräumt. Die Tatsachen, die diesen Vorwurf untermauern sollen, sind noch nicht ausreichend. Und deshalb müsste in dieser Beziehung noch nachgebessert werden. Und den spanischen Behörden wird jetzt die Möglichkeit gegeben, weitere Informationen nach Deutschland zu liefern. Die Generalstaatsanwaltschaft kann einen förmlichen Antrag auf Auslieferung wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder stellen. Bis sie darüber entscheidet, kann es noch einige Tage dauern, sagt der Einsprecher. Puigdemonts Anwälte zeigen sich hingegen optimistisch, den Vorwurf entkräften zu können. Ja, fragen wir nach bei Vera Fester in Neumünster. Wir haben es gerade gesehen, viele Kollegen, viele Kameras. Wie haben Sie den Moment erlebt, als Puigdemont aus der JVA kam? Ich habe ihn so erlebt, dass ich vor allem ganz viele Rücken vor meiner Nase hatte, weil die Leute in dem Moment, als die Tür da vorne vor der JVA in Neumünster aufging, tatsächlich in diese Richtung gestürmt sind. Es waren ja unheimlich viele Medienvertreter, auch der spanischen Medien da, sind es auch teilweise noch, aber eben auch ganz viele Anhänger Puigdemonts, die ja hier tagelang auch ausgeharrt haben, in der Hoffnung, ihren Präsidenten, wie sie ihn immer genannt haben, der freikommen soll in ihren Augen, endlich zu sehen. Das heißt, die waren sehr glücklich. Puigdemont selbst wirkte gar nicht so müde, wie man sich das vielleicht gedacht hätte nach 10 Tagen Haft auf 9 Quadratmetern, immer mit der Sorge, es kann immer noch passieren, dass ich 30 Jahre lang in meiner Heimat inhaftiert werde. Er wirkte sehr aufgeräumt und wir haben es ja eben im Film gesehen. Er hat sich vor allem bedankt, unter anderem tatsächlich auch bei den Justizvollzugsbeamten hier in Neumünster. Wie geht das nun weiter? Bleibt Puigdemont im Norden? Hat man dazu schon was gehört? Das ist momentan noch unheimlich schwer zu sagen. Vorhin hieß es erstmal, es gibt um 18 Uhr, also jetzt in 2 Stunden, eine Pressekonferenz hier in Neumünster in der Stadthalle, wo er teilnehmen soll. Allerdings lief mir jetzt eben gerade eine spanische Kollegin, spanische Medienvertreterin entgegen, telefonieren und sagte ganz aufgeregt auf Englisch wohl zu einem Redakteur, Puigdemont is going to Berlin. Also es kann sein, dass er tatsächlich momentan auch auf dem Weg nach Berlin ist. Wir erreichen momentan seinen Anwalt nicht, haben also diese Informationen genau nicht. Aber es ist natürlich klar, dass er sich schon irgendwie in irgendeiner Form in der Nähe aufhalten muss. Denn er hat ja eben diese Auflagen, unter anderem eben, dass er klar zum einen Deutschland nicht verlassen darf, aber eben auch, dass er sich einmal in der Woche in Neumünster bei der Polizei meldet. Aber auch zusätzlich, dass er immer dann parat steht, wenn sich das Oberlandesgericht in Schleswig meldet. Das heißt, so weit entfernt von hier wird er sich demnächst wahrscheinlich nicht aufhalten. Und die Anhänger von ihm haben gesagt, es wäre denkbar, dass er nach Hamburg zieht, dort erstmal unterkommt, weil ganz viele Leute ihn natürlich aus seiner Heimat auch besuchen wollen. Und da ist natürlich dann der Flughafen in der Nähe. Ganz herzlichen Dank für diese Information, Vera Fester nach Neumünster. Der Feinkosthersteller Hohm. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Gabi Bauer. Und die sagt Hallo und guten Abend. Ist ja einiges passiert an diesem Abend. Erst hat das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein entschieden, der katalanische Separatistenführer Puigdemont kann gegen Auflagen aus der Haft freikommen. Er darf auch nicht wegen Rebellion an Spanien ausgeliefert und dort angeklagt werden. Wenig später hat Spaniens Regierung zugesichert, wir werden dieses Urteil respektieren. Nun sieht es so aus, als könnte Puigdemont seine letzte Nacht da in der JVA Neumünster verbringen. Der zweite Vorwurf allerdings bleibt bestehen, Veruntreuung öffentlicher Gelder für das Unabhängigkeitsreferendum damals in Katalonien. Nur deshalb könnte Puigdemont doch an Spanien ausgeliefert werden. Puigdemont kommt frei. Es ist die Überraschung hier vor der JVA in Neumünster. Hier, wo Carles Puigdemont seit gut 1,5 Wochen hinter Gittern sitzt. Dabei ist es für den Katalan ein Freikommen mit Abstrichen. Denn das Oberlandesgericht in Schleswig erlässt trotzdem einen Auslieferungshaftbefehl wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder. Die spanischen Behörden warfen Puigdemont aber auch Rebellion vor. Hier konnten die Richter aber keinen vergleichbaren Strafbestand in Deutschland finden.
da kam in Betracht der Vorwurf des Hochverrats. Und da hat der Senat entschieden, dass für diesen Vorwurf eine gewisse Gewaltintensität erforderlich ist. Und diese hat der Senat als nicht gegeben angesehen. Daher könne Puigdemont auch nicht wegen Rebellion ausgeliefert werden. Wegen des Vorwurfs der Untreue darf er Deutschland aber ohne Genehmigung zunächst nicht verlassen. Um auf freien Fuß kommen zu können, verlangt das Gericht eine Sicherheit in Höhe von 75.000 Euro. Außerdem muss er sich einmal in der Woche bei der Polizei melden. Für Puigdemont also ein Freikommen mit Abstrichen. Für seine Unterstützer eine Nachricht mit neuer Hoffnung.